So, hallo YouTube, wie ihr seht, gibt es wieder mal was zum Auspacken, also ein Unboxing-Video. Was da drin ist, ein Messer natürlich, das gibt schon so lange, wie ich Messer kaufe, also seit fast 20 Jahren. Und seitdem kenne ich das auch und seitdem wollte ich mir schon öfters mal kaufen, habe es aber nie gemacht, obwohl das Ding gar nicht teuer ist. Also, es ist nicht sowas wie ein Zebenda oder so, wo ich mir nicht leisten kann, sondern es ist was ganz Einfaches und trotzdem habe ich es mir jetzt erst gekauft. Üblicherweise gibt es auf meinem Kanal ja immer solche Sachen zu sehen oder solche Sachen. Also entweder ein bisschen moderner und taktischer und Hightech oder hier solche Klassiker gibt es auch öfters mal zu sehen. Was ich jetzt auspacke, das gibt es eher seltener zu sehen und darum packen wir es einfach mal aus. Das ist ein sehr bekanntes Messer und trotzdem habe ich auf YouTube, wenn ich richtig geschaut habe, kein einzig deutschsprachiges Video zu dem Messer gesehen. Anscheinend bin ich mal wieder der Erste. Das Cold Steel Bushman, also früher hat es nur Bushman geheißen. Heute gibt es eben auch in Bowie-Form und das wollte ich eben haben. Eine Scheide dabei. Ja, da ist es. Warning, wahrscheinlich ist es scharf. Haben Sie hier mal drauf geschrieben. Ja, im ersten Moment sehr kalt. Wir haben ja draußen nur 2 Grad und so viel Grad hat auch das Messer Grad. Ich habe schon auf amerikanischen Videos gesehen, dass da Barcord-Wicklungen rumgemacht werden um den Griff oder hinten kleine Verlängerung aus Holz. Werde ich alles ausprobieren. Also ich werde da draußen Speer bauen auf jeden Fall. Ich werde da draußen mit einer Griffverlängerung eine Machete bauen und das wird einfach so ein Arbeitsmesser. Was ich genau mache, ist halt ein schönes Spielzeug. Werde ich mal sehen. Ich habe mir schon ein paar amerikanische Videos eben angeschaut. Oder aus anderen Ländern. Und ich mag auch so Klingen, die klingen. Das machen ja nicht alle Klingen. Okay. Ja, viel mehr kann ich natürlich jetzt noch nicht dazu sagen. Eine einfache Scheide dabei. Kann man vorne auch was mit reinpacken. Das ist nicht schlecht. Weil wenn man sich unterwegs überhaupt den Speer bauen will, braucht man ein bisschen was. Zum Beispiel eine Schraube, um das zu befestigen an dem Stock. Okay. Ja. Neues Spielzeug und nicht nur Spielzeug, sondern auch für den Garten. Ich habe nicht viel von solchen großen, stabilen Messern. Wenn ich immer eins brauche, muss ich immer mein DFDE 15 hernehmen, sonst habe ich gar nicht viel in der Größe. Und jetzt werde ich in Zukunft wahrscheinlich hauptsächlich das Teil hier benutzen. Alles klar. Mein Größenvergleich. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.